Und ich rufe als letzten Tagesordnungspunkt für den heutigen Tage auf den Tagesordnungspunkt 13. Erste Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern. Das ist die Drucksache 4002 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Und zur Einbringung des Gesetzes hat sich für die AfD der Kollege Vohl gemeldet. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Mit vorliegendem Gesetzentwurf möchten wir erreichen, dass alle sogenannten gute Zukunftssicherungsgesetzmaßnahmen ab einem Betrag von 1 Million € aus dem Sondervermögen, selbst wenn sie dringlich und eilbedürftig sind, der Zustimmung des Haushaltsausschusses bedürfen. Zur Erklärung. Gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 des guten Zukunftssicherungsgesetzes für alle Maßnahmen ab einem Betrag von 1 Million € die vorherige Zustimmung des Haushaltsausschusses notwendig. Für Ausgaben unter 1 Million € bedarf es dieser Zustimmung ohnehin nicht. Im Falle der Geltendmachung von Eilbedürftigkeit und Dringlichkeit einer Maßnahme hat gemäß § 8 Absatz 1 Satz 3 dieses Gesetzes nur eine nachrichtliche Unterrichtung des Haushaltsausschusses zu erfolgen. Die eingeschränkten Mitspracherechte des Kontrollgremiums sind somit derzeit in zweifacher Hinsicht beschränkt. Einerseits greifen sie erst ab einem Betrag von 1 Million €. Andererseits kann die Landesregierung jederzeit Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit geltend machen. Wenngleich auf dieser Basis bis zum heutigen Tag nur eine überschaubare Anzahl von Maßnahmen der Kontrolle des Haushaltsausschusses entzogen wurde, stellt sich jedoch unvermindert die Frage, worin der Vorteil dieser faktischen Ermächtigung der Landesregierung liegen soll. Bislang wurde beispielsweise im zugehörigen Unterausschuss regelhaft über Beiträge beraten, die weit kleiner als 1 Million € waren. Das Argument, man wolle den Haushaltsausschuss arbeitsfähig halten, greift also hier etwas zu kurz. Beziehungsweise ist nur im Hinblick auf besondere Umstände nachvollziehbar. Grundsätzlich mag es durchaus notwendig sein, Maßnahmen ab einem Betrag von 1 Million €, die sich unerwartet als unaufschiebbar erwiesen haben, zeitnah zu beschließen. Im konkreten Anwendungsfall, bei welchen Mitteln wir für Tests von Erzieherinnen und Erziehern freigegeben wurden, konnten wir doch keine überraschende Dringlichkeit der Maßnahme erkennen. Bereits in der vorausgegangenen Sondersitzung des Haushaltsausschusses erklärte der Finanzminister, dass es Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung gäbe und der Betrag in seiner ungefähren Größenordnung abschätzbar wäre. Lediglich die Frage der Kostenverteilung zwischen Land und Kommunen müsse noch geklärt werden. Die Umgehung des Zustimmungserfordernisses 3 Tage nach der Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums mag demzufolge für das Finanzministerium bequem gewesen sein. Eine wirkliche Eilbedürftigkeit bestand in diesem Falle jedoch nicht. Leider hat sich die Landesregierung nicht die Mühe gemacht, die Begriffe Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit in § 8 Absatz 1 des Gute Zukunftssicherungsgesetzes näher zu bestimmen. Ihre Geltendmachung obliegt daher stets einer subjektiven Entscheidung. Für eine hinreichende Konkretisierung dieses Kriteriums wären mehrere, vermutlich nur schwer zu beantwortenden Fragen zu klären. Dies wäre erstens, warum die plötzliche Notwendigkeit einer Maßnahme im Vorfeld nicht abzusehen war, zweitens, ob ohne ein Einschreiten Nachteile entstünden, die sich nicht mehr korrigieren ließen, oder aber drittens, ob der zu erwartende Schaden, welcher durch den Zeitverzug aufgrund einer regulären Einbindung des Haushaltsausschusses entstehen würde, die Umgehung des Haushaltsausschusses
und damit des Parlaments rechtfertigt. Folglich erscheint es uns nunmehr geboten, die Zustimmung des Haushaltsausschusses bei jedwedem Antrag auf Deckung eines Mehrbedarfs von über 100 Millionen € zur Bedingung zu machen. Dies nicht zuletzt, da die Geschäftsordnung unseres Hauses ohnehin eine äußerst zeitnahe Anrufung des Haushaltsausschusses ermöglicht. So sind beispielsweise auf Antrag einer Fraktion Ausschusssitzungen innerhalb von drei Tagen mit einer Ladungsfrist von 24 Stunden einzuberufen. Sollte bei Zeitverzug Unheil drohen, gehen wir davon aus, dass eine Terminfindung selbst bei Herrn Schalauske schnell abgeschlossen sein wird. Folglich könnte der Haushaltsausschuss umgehend nach der Ladungsfrist zusammentreten. Die Landesregierung könnte gegenüber den eilends einzuberufenden Mitgliedern des Haushaltsausschusses direkt begründen, warum eine bestimmte Maßnahme keinen Aufschub duldet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank, Herr Kollege Vohl. Als nächster Kollegin gebe ich das Wort Frau Schad-Sauer von den Freien Demokraten. Wenn keine Wortmeldung mehr kommt, ist das die letzte. Das packen wir noch, oder? Dankeschön, Frau Schad-Sauer. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren Kollegen, es geht um die Abschaffung der Möglichkeit, dass die Landesregierung Mittel aus dem Sondervermögen bei Eilbedürftigkeit auch bei einem Betrag über 1 Million € genehmigen kann, ohne vorherige Zustimmung des Haushaltsausschusses. Der Kollege hat das sehr langatmig ausgeführt. Die generelle Streichung ist aus Sicht der FDP-Fraktion nicht zielführend. Ich will mal auf den Punkt kommen und etwas anderes sagen. Es kann bei der Pandemiebekämpfung mit Sicherheit Situationen geben, wo Eilbedürftigkeit besteht und gehandelt werden muss. Die Landesregierung hat bisher bei insgesamt 52 Maßnahmen über 1 Million € dem Haushaltsausschuss 51 Maßnahmen zur Zustimmung vorgelegt. Nur eine Maßnahme, nämlich die Testung von Erzieherinnen, wurde im Weg der Eilbedürftigkeit entschieden. Der Minister hat vorher darüber berichtet. Daran üben wir Freie Demokraten an dem Punkt keine Kritik. Aber es bleibt selbstverständlich bei unserer grundsätzlichen Kritik an der Konstruktion und der Ausgestaltung des Sondervermögens. Dieses halten wir für verfassungsrechtlich bedenklich. Und das ist eigentlich das wichtige Thema bei dieser Konstruktion. Und die Debatte, werte Kollegen, bietet eine gute Gelegenheit, das am 4. Juli beschlossene Sondervermögen zu bilanzieren. Denn es geben sich Argumente aus dem heutigen Klageverfahren und den interessanten Pressemeldungen heute dazu, aber dazu später mehr. Sachliche und rechtliche Argumente, nämlich nicht pauschale Vorhaltungen wie in der heutigen Pressemeldung der CDU. Populismus und so wenig inhaltliche Substanz, werte Kollegen der CDU-Fraktion, ich finde, das ist schon ein trauriges Niveau der Auseinandersetzung zu einem solch wichtigen Thema. Und erstaunlicherweise vermisst man bei diesem haushaltspolitischen Thema jegliche Fakten. Sie führen aus, Menschen finanzielle Hilfe vorenthalten, ist der Vorwurf an SPD und FDP. Na, dann schauen wir uns doch einmal Ihre Hilfebilanz, werte Kollegen der CDU, nämlich die Sondervermögensbilanz an. Das Schöne ist, Zahlen sind wunderbare Fakten. Und Grundlage der Bilanz ist, das gehört auch zum Sondervermögen in dieser Konstruktion, der erste Quartalsbericht vom 30. September, den wir aber leider erst am 28. Oktober übermittelt bekommen haben. Danach sind bisher 2,656 Milliarden € bewilligt worden, darin eingeschlossen die bekannten Maßnahmen, die im Nachtragshaushalt I, man erinnere sich, im März bereits bewilligt waren. Und diese hatten ein Volumen von 1,24 Milliarden €. Ausgezahlt zum 30.09. waren gerade einmal 835 Millionen €.
egal ob mit Grenze oder ohne. Und bei der letzten Abrechnung des Nachtrags am 29.06. waren bereits 620 Millionen € ausgegeben. Sie sehen, viel Hilfe ist im ersten Quartal des Sondervermögens nicht passiert von Seiten von Schwarz-Grün. Und nimmt man die im Laufe des Oktobers erfolgten Auszahlungen der Kompensation für Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 661 Millionen €, dann sind insgesamt 1,5 Milliarden € ausgezahlt. Es ist noch viel Luft drin bei dem Hilfepaket. Und das zeigt sich auch in den Maßnahmepaketen, wenn man sich diese betrachtet. A, vom Volumen gab es 4 Pakete, die mit entsprechender Beteiligung des Haushaltsausschusses, über die andere Beteiligung beschäftigt sich jetzt der Staatsgerichtshof, die Landesregierung dem Haushaltsausschuss vorgelegt hat. Es waren, wie eben erwähnt, 51 Maßnahmen. Und 31 waren bereits im ersten Paket. Ja, seitdem stottert der schwarz-grüne Hilfedampfer, werte Kollegen. Und einen zweiten Punkt muss man dabei auch ansprechen und spielt auch eine Rolle bei der Klage und insgesamt des Beleuchtens, vielleicht auch mit diesen Nebenaspekten, dieses Corona-Sondervermögenskonstruktion Hessen, der Corona-Check. Viele von den Maßnahmen, die Sie in den Haushaltsausschuss gebracht haben, egal ob jetzt über 1 Million oder unter 1 Million, bestehen diesen Corona-Check nicht. Und das ist ja das eigentliche Thema, nicht die Grenze, sondern die Frage, was steckt dann drin in dem, was Sie ausgeben oder wofür wir Schulden machen. Man kann ja einzelne Maßnahmen wollen, aber man darf, und das ist die feste Überzeugung und ein Gegenstand des Klageverfahrens, des Gemeinsamen von FDP und SPD, dafür Schulden zu machen, hat eine ganz andere Dimension. Die Aufnahme von Schulden, das hat auch etwas mit der Schuldenbremse zu tun, bedarf einer besonderen Rechtfertigung, einer Notlage. Und die Mittel müssen zur Beseitigung der Notsituation eingesetzt werden. Und genau das macht diese Landesregierung, das macht Schwarz-Grün eben nicht. Das Sondervermögen wird missbraucht, um Regierungsideologie durchzusetzen, finanzielle Hilfe in der Corona-Krise, überwiegend Fehlanzeige, mit PR-Getöse. In der heutigen Pressemeldung zu der Aktion, zu dem Klageeinreichen, wollen Sie von Ihren massiven Verfassungsverstößen ablenken. Deshalb gehört das hier erwähnt. Es ist einerseits das Jährlichkeitsprinzip, es ist das Einheitsprinzip, es ist das Bestimmtheitsgebot. All das hebeln Sie aus, verletzen Parlamentsrechte und deshalb muss das immer wieder gesagt werden, weil das sozusagen der Nukleus mit eines demokratischen Parlaments ist. Und wir werden das immer wieder anreden, und wenn Sie noch so sehr die Augen rollen. Und wir werden weiterhin die Abwicklung des Sondervermögens kritisch begleiten. Maßnahmen, ich habe es eben angedeutet, Testung Erzieherinnen, werden wir weiterhin unterstützen. Und deshalb ist das infam und unverschämt, was in der Pressemeldung steht. Konkreten Hilfemaßnahmen in der Pandemie hat sich die FDP-Fraktion nie verschlossen und wird es weiterhin nicht tun. Ich würde die Kollegen bitten, zu mehr Sachlichkeit, Fakten zu kommen und vielleicht ihren Hilfedampfer endlich ein bisschen Schwung zu vergeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Es hat sich nunmehr für die CDU-Fraktion der Kollege Ruhl gemeldet, der auch schon auf dem Wege hier nach vorne ist. Vielen Dank für das Desinfizieren. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach dem Redebeitrag von Frau Schardt-Sauer musste ich mich doch zu Wort melden, weil einiges, was Sie hier gesagt haben, kann man so nicht stehen lassen. Und Sie haben da auch einige Sachen völlig durcheinandergebracht. Von Seiten der Opposition, also von SPD und FDP, wird ja immer wieder der Vorwurf gemacht, dass man jetzt eine besondere Verschuldung mit dem Sondervermögen gemacht hätte, dass man auf einen Schlag 12 Milliarden € Neuverschuldung gemacht hätte und dass man damit nur schwarz-grüne Wahlgeschenke finanzieren würde. Und völlig abstrus, das haben Sie jetzt gerade hier auch am Rednerpult wiederholt, ist ja der Vorwurf, dass jetzt
zu wenig, dass jetzt das Geld zu langsam abfließe und dass deswegen zu wenig Geld ausgegeben würde. Also muss man das ein bisschen zusammenbringen. Punkt 1. Das Sondervermögen ist keine Kreditaufnahme, sondern ist nur eine Kreditermächtigung. Also die 12 Milliarden € sind eine Schuldenobergrenze. Und das Zweite, und das haben wir im Haushaltsausschuss auch schon gesagt, Ziel dieser Maßnahmen ist es nicht, dass wir möglichst schnell möglichst viel Geld ausgeben. Ziel ist es, dass wir die Pandemie bekämpfen. Und wir müssen dann an den Zielerreichungsgrad gucken, wie können wir diese Pandemie bekämpfen mit am Ende möglichst wenig Geld. Und wenn wir dann ein Ziel haben, wir haben ja dann darüber gesprochen, zum Beispiel über den Einsatz von zusätzlichen Lehrern in den Schulen, haben dann festgestellt, dass der Bedarf nicht ganz so groß ist und wir deswegen weniger Geld ausgeben, dann ist das durchaus etwas, was man begrüßen kann. Wenn wir am Ende weniger als die 12 Milliarden Euro brauchen, dann ist das durchaus eine gute Sache. Wenn die FDP das anders sieht und auf einen Schlag mehr Geld ausgeben will, dann soll sie das erklären. Wir sehen das anders. Und ich möchte einen zweiten Punkt sagen, weil vorhin der Zwischenruf kam vom Herrn Rudolph, dass das Ganze ja ein Schattenhaushalt war. Ich glaube, es gibt kaum ein Verfahren hier im Hessischen Landtag bei der Haushaltsgesetzgebung, das so transparent gestaltet worden ist wie dieses gute Zukunftssicherungsgesetz. Denn wir haben hier umfassende Beteiligungsrechte eben reingenommen. Wir haben, jede Maßnahme wird im Haushaltsausschuss beraten. Alle Maßnahmen über 1 Million € müssen sogar vom Haushaltsausschuss beschlossen werden. Und wir hatten jetzt gerade in der letzten Haushaltsausschusssitzung die Debatte über den Quartalsbericht. Und ich kann mich daran erinnern, wie Sie nach Einzelmaßnahmen gefragt haben, teilweise Einzelmaßnahmen, wo Ausgabeposten unter 1.000 € waren. Und selbst dafür hat die Landesregierung dann eine Antwort zugesagt. Natürlich kann man nicht bei jeder Einzelmaßnahme sofort antworten, aber selbst da hat die Landesregierung die Beantwortung zugesagt. Also hier zu behaupten, dass das Ganze intransparent oder von der SPD kommt, der immer Schattenhaushalt kommt, ist deswegen auch völlig abwegig. Und dann komme ich zum Dritten, weil das ist ja eigentlich der Punkt bei diesem Punkt, nämlich der Vorwurf von der AfD der mangelnden Parlamentsbeteiligung. Also hier bei diesem Sondervermögen davon zu sprechen, dass das Parlament zu wenig beteiligt würde, ist auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Man kann das Ganze ja mal, ich habe eben gerade schon angesprochen, dass man eben bei jeder Maßnahme über 1 Million € den Haushaltsausschuss beteiligt. Und wenn man das mal zum Vergleich zieht, wir haben ganz am Anfang vom Jahr einen Nachtragshaushalt beschlossen. Und im Nachtragshaushalt hatten wir eine globale Mehrausgabe für die Landesregierung von 2 Milliarden € drin. Und wenn wir ganz normal so, wie Sie das eigentlich mit Nachtragshaushalten machen wollte, weitergemacht hätte, dann hätte das bedeutet, dass es keine Beteiligung des Haushaltsausschusses gegeben hätte und dass dann am Ende eine Haushaltsrechnung gekommen wäre, wo man dann nachschauen können, wofür die Landesregierung das Geld ausgegeben hatte. Jetzt entscheidet der Haushaltsausschuss konkret mit. Und wir hatten eine einzige Maßnahme, wo tatsächlich Eilbedürftigkeit gewesen ist. Sie haben sie ja erwähnt. Eine einzige Maßnahme und deswegen ein Misstrauen gegenüber der Landesregierung vorzubringen, ist auch da völlig abwegig. Und ich möchte vielleicht, weil das Ganze ja nicht aus der Luft gegriffen ist, ein solches Verfahren, mal Vergleiche ziehen. Es gibt in § 70 HGO bzw. in § 44 HKO die Möglichkeit, dass der Bürgermeister oder Landrat in dringenden Fällen, in denen vorher keine Entscheidung vom Gemeindevorstand oder Kreisausschuss eingeholt werden kann, die Maßnahme von sich aus anordnen kann und danach den Gemeindevorstand bzw. den Kreisausschuss darüber zeitnah in Kenntnis setzt. Das ist also keine neue Sache, sondern es geht darum, die Handlungsfähigkeit des Verwaltungshandelns sicherzustellen. Und genau hier geht es auch. Es geht darum, die Handlungsfähigkeit in einer Krise der Landesregierung sicherzustellen. Deswegen bleiben wir dabei und werden den Gesetzentwurf auch ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung vom Kollegen Weiß. Danach kommt dann Stopp, 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 Herr Kollege Weiß, nicht so hektisch. Dann kommt der Kollege Kaufmann und dann kommt der Kollege Schalauske und dann kommt der Finanzminister. Jetzt haben Sie das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur zwei kurze Dinge. Das Erste ist, wir sind immer bereit, grundsätzlich über das Sondervermögen, den Schattenhaushalt, zu reden, aber wir brauchen dafür keinen Gesetzentwurf der AfD. Wann wir das machen, das bestimmen wir schon schön selber. Und zweitens, auf den konkreten Gesetzentwurf der AfD zu kommen,
Die aus unserer Sicht haben sich die bisherigen Regeln der Beteiligung des Parlaments, des Haushaltsausschusses bewährt. Und ich darf noch einmal darauf hinweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, dass wir uns in einer Pandemie befinden. Dieser Landtag hat eine Notlage beschlossen. Und deswegen ist es richtig, dass die Landesregierung auch die Möglichkeit hat, wenn etwas eilbedürftig ist, zum Beispiel zum Gesundheitsschutz der hessischen Bevölkerung, dann auch schnell zu handeln. Wir haben bis jetzt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sie diese Handlungsermächtigung in irgendeiner Art und Weise missbräuchlich ausgeübt hat. Und deswegen sehen wir keinerlei Änderungsbedarf bei den Regeln und werden Ihren Gesetzentwurf ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Weiß. Frank Kaufmann ist schon on the road again. Und hat jetzt auch das Mikrofon frei. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zu später Stunde hier im Landtag, für mich noch ein Glücksgefühl. Selten, lieber Kollege Weiß, haben Sie mir so aus dem Herzen gesprochen wie eben gerade. Das könnte ich wörtlich wiederholen, das will ich nicht tun, weil exakt das ist richtig, genau das. Wir streiten über das Sondervermögen gerne an der Stelle, wo es hingehört, und nicht hier, wo die Kollegin Schardt-Sauer es mühevoll macht. Ich will aber doch noch eine kurze Bemerkung in Richtung des Gesetzentwurfs machen. Der Kernpunkt ist nämlich, dass bei der Antragsteller offensichtlich überhaupt nicht verstanden wird, dass Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit durchaus Kategorien sind, die juristischer Überprüfung zugänglich sind. Und genau das wird auch geschehen oder geschieht ja auch in aller Regel. Das heißt, etwas dringlich und eilbedürftig ist nur dann, wenn ein Zuwarten, das heißt die Nichthandlung, irreversible Schäden hervorrufen würde. Und irreversible Schäden können zum Beispiel dann entstehen, wenn man eine Leistung nicht mehr zeitgerecht erbringen kann und damit zum Beispiel bei der Bevölkerung, in dem Fall um den einen Fall, um den es hier ginge, wären es dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten, dann möglicherweise größere Schäden, weil Testungen nicht rechtzeitig machbar sind. Und alles andere, was Sie erzählt haben, passt überhaupt nicht dahin. Es war vom Finanzminister in dem konkreten Fall uns erläutert worden, dass die Verhandlungen mit der KV sozusagen in den letzten Zügen liegen, dass man das mit den Kommunen noch abstimmen müsse und dass man dann den Betrag sozusagen serviert, um es zu entscheiden. Und dafür, nachdem das vorgelegt war, noch einmal eine extra Sondersitzung zu beantragen, wäre reine Verschwendung gewesen. Das wissen Sie alles. Und deswegen, Sie wollen auch überhaupt nicht hier etwa etwas verhindern, sondern Sie wollen möglichst viel Schaden stiften. Und deswegen bringen Sie solche Gesetzentwürfe ein. Und was mich betrübt, ist, dass die FDP sich draufhockt und dann meint, ihre Klage ist offensichtlich so schlecht begründet, dass sie hier die Gelegenheit nutzen muss, bei so einem völlig verqueren Gesetzentwurf jetzt uns Ausführungen zu machen, die mit der Sache, um die es der AfD geht, aber überhaupt nichts zu tun haben. Das werden wir an anderer Stelle diskutieren. Vielen Dank. Nein, Herr Minister, nein. Herr Schalauske ist vor Ihnen dran. Ich habe es doch eben gerade vorgetragen. So hört der Finanzminister dem amtierenden Präsidenten zu. Herr Schalauske, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich fand es sehr bemerkenswert bei der Rede der AfD, in welcher epischen Breite über einen minimalen Gesetzentwurf dort referiert worden konnte. Und man kann schon noch einmal festhalten, dass die Länge der Rede im umgekehrten Verhältnis zur Qualität des Gesetzentwurfs stand. Wir reden jetzt über den § 8 Absatz 1 Satz 1 des GZSG-Gesetzes. Und es ist in der Tat so, dass bei Maßnahmen über 1 Million bei der Entnahme von Mitteln aus dem Sondervermögen der Haushaltsausschuss seine Zustimmung erteilen muss. In dem ursprünglich von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf war die Grenze noch 10 Millionen. Und es war eine Initiative und ein Vorschlag der LINKEN, dieses Quorum auf 1 Million zu senken, um sozusagen bei mehr Maßnahmen beteiligt zu werden.
Das ist jetzt eine historische Interpretation, die sicherlich auf Seiten der CDU nicht so gern gehört wird, dass sie dann im Vorschlag der LINKEN gefolgt sind. Aber ich denke, das ist auch in der Sache nicht entscheidend, von wem der Vorschlag kam. Das Zustimmungsquorum von 1 Million scheint sich aus unserer Sicht bewährt zu haben. Eine Streichung der Eilbedürftigkeit verbessert die Kontrollfunktion oder würde die Kontrollfunktion überhaupt nicht substanziell verbessern. Frau Schardt-Sauer hat es gesagt, dass von den 51 Maßnahmen, die wir bisher beschlossen haben, lediglich eine eilbedürftig war. Der Kollege Weiß hat darauf hingewiesen, dass wir in einer Pandemie leben, in der eine Regierung auch kurzfristig handeln muss. Wir werden natürlich darauf achten, dass dieses Recht nicht missbraucht wird, aber bisher gibt es keinen Anlass, das so zu sehen. Ein Großteil der Maßnahmen passiert sowieso den Haushaltsausschuss, weil die Mehrheitsverhältnisse sind, so wie sie sind. Sie sind erschreckend stabil. Interessant ist aber, dass ein Großteil der Maßnahmen durchaus auch eine breitere Zustimmung findet. Das wird jetzt die Regierung freuen. Sie kann ja immer sagen, na ja, aber da hat doch die Opposition unseren Maßnahmen mit zugestimmt. Aber unabhängig davon, wie man das dann parteipolitisch im Spiel nutzen möchte, gilt für uns noch einmal, dass wir richtigen Initiativen und richtigen Sachen auch unsere Zustimmung geben, auch wenn wir grundsätzlich der Meinung sind, dass da noch mehr getan werden muss. Es war im Übrigen auch eine Anregung unserer Fraktion, dass man über Maßnahmen aus dem GZSG-Gesetz auch hier im Landtag im Nachgang noch einmal politisch diskutieren kann, um es vor einer breiteren die Bewertung der Maßnahmen in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Davon wird ja auch rege Gebrauch gemacht. Das werden wir morgen dann noch einmal machen. Insgesamt muss man sagen, dass die Kontrolle und der Einfluss des Parlaments über den Vollzug des Haushalts in dieser Form mit dem GZSG-Gesetz gestärkt geworden ist, weil nämlich in der Vergangenheit der Landtag beim Haushaltsvollzug lediglich im Nachgang über die Ausgaben informiert worden ist, das dann auch politisch diskutieren konnte, aber eben nicht im Haushaltsvollzug mitentscheiden kann. Offen ist die Frage der Transparenz, also wie der Haushaltsentwurf insgesamt mit den Mitteln des Sondervermögens korrespondiert, wie das ineinander geht und wie das dann für den Landtag als Haushaltsgesetzgeber nachvollziehbar ist. Aber das werden wir dann im Rahmen der Haushaltsdiskussion noch weiter debattieren. Im Grundsatz ist klar, wir sind in einer Krise. Diese schafft große Unsicherheiten. Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. In einer solchen Situation ist es wichtig, auch öffentliche Mittel in die Hand zu nehmen, um der Krise entgegenzuwirken. Diese müssen zum Teil zumindest dann auch kreditfinanziert sein. Dabei kann man den Weg eines Sondervermögens gehen. Die Kritik von unserer Seite in jedem Fall ist nicht, dass Schulden gemacht werden oder dass die Landesregierung Maßnahmen ergreift. Unsere Haltung ist eher die Frage, ist das, was die Landesregierung macht, geht das in die richtige Richtung? Werden die zentralen Probleme in unserem Land angepackt? Mangel an bezahlbarer Wohnraum, Diskussion um Verkehrswende, Armutsbekämpfung? Oder werden die Mittel dann letztlich doch nur dafür genutzt, die schwarz-grünen Koalitionsvorhaben über die Legislatur zu retten, auch wenn da im Einzelnen sinnvolle Maßnahmen dabei sind? Darüber müssen wir uns streiten. Dafür braucht es aber nicht einen minimalen Gesetzesentwurf einer Fraktion, die nicht einmal in der Lage ist, eine kursorische Lesung so zu organisieren, dass auch alle Fraktionen daran vernünftig teilnehmen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen der Fraktionen vor. Und nun habe ich die besondere Freude, Ihnen den hessischen Finanzminister ansagen zu dürfen und ihm das Wort zu erteilen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Freundlicher geht es ja kaum. Ich will eigentlich nur eins sagen. Ich schließe mich dem vor allen Dingen ersten Teil der Rede von Frank Kaufmann an, indem er festgestellt hat, dass Herr Weiß heute Abend Freude vermittelt hat. Das will ich ausdrücklich wiederholen, weil Herr Weiß hat eigentlich nur zwei Punkte angesprochen, zu Recht, weil das Gesetz, was hier vorgelegt worden ist, oder der Gesetzentwurf völlig an der Sache und der Zielsetzung einer Krisenbewältigung vorbeigeht. Das Erste, was Herr Weiß festgestellt hat, ist, er ist bereit, jederzeit über das Sondervermögen zu reden. Das sind wir ausdrücklich auch. Und deswegen hätte ich und haben wir überhaupt keine Veranlassung,
Dinge am Haushaltsausschuss vorbei zu verausgaben. Wir wollen darüber reden, und ich glaube, Sie werden einsehen, dass eine Maßnahme wie die, über die hier heute Abend gesprochen wird, nämlich die Testung von Erzieherinnen und Erziehern, zu einem Zeitpunkt, als wir noch nicht einen Vertrag vorlegen konnten, aber wussten, dass es in den nächsten Tagen zu einem Vertrag kommen würde, dass man das dann live berichtet. So war das damals im Sonderausschuss des Haushaltes. Habe ich während der Sitzung die Nachricht von Kollegen Klose bekommen. Also noch schneller kann man den Haushaltsausschuss, glaube ich, wirklich nicht informieren, und haben dann wenige Tage später das in Papier nachgereicht. Also das zum Anlass zu nehmen, ist wirklich völlig daneben. Und zum Zweiten will ich auch noch einmal sagen, danke, Herr Weiß, dass Sie feststellen, wir sind in einer Krise und dass wir eine Flexibilität dringend brauchen. Und ich mag nicht vorausschauen, wie es in den nächsten Wochen sein wird. Ich will nur einmal darauf hinweisen, Sie sehen und lesen in den Tageszeitungen und Nachrichtensendern, dass die Regierungen, die Landesregierungen gerade, aber auch die Bundesregierung dabei sind, eine Impfstrategie zu entwickeln. Nicht nur in der Frage, wer wird denn eigentlich vorrangig geimpft, sondern dahinter auch eine Logistik erstellt und aufgebaut werden muss, von der ich nicht weiß, ob jedes Detail, was wir dort vornehmen und vorsehen müssen, am Ende des Tages in regulären Sitzungstoni des Haushaltsausschusses behandelt werden kann, weil es manchmal eben sehr, sehr schnell gehen muss, wirklich sehr schnell gehen muss. Und da bin ich gerne bereit, jede Sondersitzung zu terminieren. Aber wenn es kleinere Beträge, wenn es kleinere Teile einer größeren Maßnahme ist, dann glaube ich, macht es einfach Sinn, dass Sie weiter und wir davon ausgehen, dass ich wirklich ein Interesse daran habe, alles im Haushaltsausschuss ausführlich zu diskutieren. Aber das ist mal in der Ausnahme. Und Herr Kaufmann hat ja zu Recht auch auf die juristische klare Definition von Eiligkeit und Eilbedürftigkeit hingewiesen, dass ich davon ausnahmsweise hin und wieder Gebrauch mache. Das will ich nicht ankündigen. Ich will es nur sagen, dass ich es nicht ausschließe. Aber wir werden uns bemühen, in die regulären Sitzungen oder, falls erforderlich, auch Sondersitzungen zu gelangen, um entsprechend zu informieren und den Ausschuss zur Beschlussfassung zu führen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die erste Lesung durchgeführt worden, und zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf der AfD, Drucksache Nummer 4002 aus dieser, der 20. Legislaturperiode, an den Haushaltsausschuss. Die Tagesordnung ist damit für den heutigen Tag, so wie es die parlamentarischen Geschäftsführer vorbereitet haben, abgearbeitet. Es liegen keine Initiativen zur Abstimmung vor. Das habe ich auch fürs Protokoll noch einmal hier festzuhalten. Damit ist für viele Kolleginnen und Kollegen, der Feierabend nahe, nicht aber für die Kollegen des Sozial- und Migrationspolitischen Ausschusses. Die darf ich darum bitten, dass sie sich jetzt in den Raum 501a begeben, da sie noch eine Sitzung haben. Ich unterbreche, schließe für heute die Plenarsitzung, morgen 9 Uhr. Alle bitte gesund wieder hierher kommen. Vielen herzlichen Dank.